Ja, hallo, wir sind wieder im Wahlstudio im Dreisamtal. Ich bin die Martina Mödel, Jugendreferentin vom Jugendbüro Kirchzarten. Bei mir ist der Andi. Magst du dich vorstellen? Ja, natürlich. Hi, Andi vom Kinder- und Jugendbüro. Er kennt mich ja hier aus Stegen. Genau, und dann haben wir die Svea dabei. Hallo, ich bin die Svea, 20 und komme aus Kirchzarten. Und den Carlos. Servus, ich bin der Carlos, ich komme aus Stegen, bin 18 Jahre alt. Genau. Und heute haben wir zu Gast den Pascal Blank von den Linken. Pascal, Herr Blank, wollen Sie was kurz zu sich sagen? Ja, ganz kurz nur. Ich bin 27 Jahre alt, studiere Waldwirtschaft und Umwelt und Klimatologie und Meteorologie in Freiburg und bin seit 2, 3 Jahren bei den Linken aktiv. Und meine politischen Schwerpunkte sind Klima- und Umweltschutz und Landwirtschaft. Ich würde mich selbst als politischen Aktivisten bezeichnen. Bin sehr oft auf Demos zu finden und ja, ich glaube, so viel mehr Zeit habe ich auch gar nicht mehr. Genau, und der Herr Blank ist der Landtagskandidat von den Linken. Aber ja, das ist Gut. vielleicht auch noch wichtig, genau, Sollte man vielleicht auch noch wissen. Gleich. Gut, dann gebe ich jetzt an den Andi weiter, weil er wird die Spielregeln kurz erklären. So, die Spielregeln. Wir spielen heute, wie immer, unser tolles Spiel Wahrheit oder Pflicht. Ein altes Spiel, das kennt jeder. Es geht um tolle Wahrheiten, die dieses Mal politischer Natur sind. Also die Svea hat da drüben ein wunderschönes Rad. Bei W, Wahrheit, ist eine politische Wahrheit gemeint. Das heißt, was Sie so eher in Ihrem Wahlkampf angehen wollen. Also Fragen zum Wahlkampf dann oder zum politischen Programm. Pflicht sind Fragen, die sind persönlicher Natur, vielleicht Ihr Lieblingsessen, wer weiß es. Mal schauen. Und J ist der Joker. Joker, Sie dürfen sich selber aussuchen, was Sie beantworten wollen. Ob es jetzt eine Pflichtfrage ist oder eine Wahrheitsfrage. Soweit verstanden? Wunderbar, dann spielen wir jetzt eine Runde Wahrheit oder Pflicht. Svea, leg los. Alles klar, dann drehe ich mal das Rad. Eine Und ab. Frage. Auch diesmal beginnen wir wieder mit einer Pflichtfrage. Und zwar die erste Frage: Was ist der wichtigste Gegenstand auf Ihrem Schreibtisch? Muss ich mal kurz gucken. Ich hab so eine kleine Fernbedienung, mit der ich meine Lampe im Zimmer ausschalten kann. Das ist super wichtig, wenn man abends im Bett liegt und zu faul ist, aufzustehen. Das ist schon sehr wichtig. Habe ich Sowas tatsächlich auch. auch. Ich habe ein Hochbett. Ein Beileid an dieser Stelle. Gut, Svea, die nächste Frage. Alles klar, dann drehe ich mal weiter. Nochmal Pflicht. Mache ich direkt weiter. Die nächste Frage. Am 14. März werde ich nach dem Aufstehen Folgendes machen. Was werden Sie tun? Ich werde nicht zur Wahl gehen, weil ich schon mit Briefwahl gewählt haben werde. Ich denke, ich weiß gar nicht, ob ich so aufstehen würde. Ich glaube, ich werde einfach ausschlafen. Ganz, ganz lange. Und dann werde ich vermutlich die Wohnung putzen und kochen und Podcasts hören und mich abends vielleicht mit meiner Co-Kandidatin, der Imke, treffen. Und dann werden wir vielleicht ein bisschen so resümieren, wie es gelaufen ist. Und ja, Okay. ein bisschen entspannen ist doch sehr stressig momentan. Cool. Okay. Okay. Dann Ja. nächste gehe Frage, Svea. ich weiter. Und eine Wahrheitsfrage. Ah, okay. Jetzt wird es politisch. Jetzt mal schauen. Okay. Die Frage lautet: Wie setzen Sie sich für Umwelt und Klima ein? Ja, jetzt gerade ist es so, dass ich, habe ja schon gesagt, ich bezeichne mich als Aktivist. Ich bin in der Klima- und Umweltbewegung schon länger. Ich bin jetzt zum Beispiel im Hochschwarzwald, beim Klimabündnis Hochschwarzwald mit dabei. Da planen wir diverse Veranstaltungen und bin auch so ein bisschen bei Fridays for Future in Freiburg dabei. Ich bin Foodsaver, das heißt, ich rette halt Lebensmittel, die sonst weggeworfen werden und verteile die irgendwie unter Menschen, weil es einfach ja, unnötig ist und unnötige Umweltbelastung, wenn man mehr Essen produziert, als man eigentlich braucht und es dann wegwirft. Solche Sachen mache ich. Ich bin auch gerade dabei, also ich mache es jetzt nicht, aber eines der Zukunftsthemen wird sein, dass ich so eine sechsteilige Vortragsreihe arbeiten werde über die wenig besprochenen Teile der ökologischen Krise. Solche Sachen mache ich.
Und was konkret in den Landtagswahlen? In den Landtagswahlen ist es natürlich so, dass wir bis jetzt eine Regierung haben, die absolut unambitioniert ist beim Klimaschutz. Also das Ziel der Landesregierung ist ja, Klimaneutralität zu 90% bis 2050 zu haben. Und wenn man sich nur so ein ganz kleines bisschen mit so der geophysikalischen Realität auskennt, dann weiß man, dass dieses Ziel halt totaler Unsinn ist. Also wenn wir haben ja, Deutschland hat sich ja verpflichtet, mit dem Paris-Abkommen die globale Erderwärmung deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Und dazu wäre es halt notwendig, dass man bis 2035 auch die Klimaneutralität erreicht. Und das ist auch unser Ziel als Linke. Und dazu braucht man einen massiven Ausbau von erneuerbaren Energien. Gebäude müssen hinten und vorne saniert werden, damit weniger Energie verloren geht und weniger geheizt werden muss. Wir brauchen eine Wende im Verkehr. Das heißt, wir müssen da ganz groß auf den ÖPNV setzen, also öffentlichen Personennahverkehr, Bus und Bahn, sowie Fuß- und Radverkehr. Das muss dann priorisiert werden. Und wir brauchen vor allem auch eine Wende in der Art, wie wir Lebensmittel produzieren, in der Landwirtschaft. Denn die ist auch ganz essentiell. Vielen Dank. Okay. Svea. Svea, Attacke. Du darfst weiter das Rad drehen. Ja, drehen. Lass mal drehen. Eine Pflichtfrage. Okay, nächste Frage. Es geht wieder um einen Gegenstand, und zwar: ohne welchen Gegenstand würden Sie niemals Ihr Haus verlassen? Wenn ich jetzt sagen würde Schlüssel, dann würde ich lügen, weil das mache ich öfters mal. Das ist eine schwierige Frage. Also ich versuche immer, mein Handy dabei zu haben, aber eigentlich würde ich das gerne loswerden. Es ist vermutlich irgendwie die Kombination aus Handy und Kopfhörern, weil ich super, super viele Podcasts höre, oft beim Spazieren oder so. Und das ist dann tatsächlich ja wahrscheinlich was ich immer dabei habe. Gibt es irgendeinen Podcast, den Sie uns gerade empfehlen könnten? Ja, wir sind ja hier bei politischen Themen und also gerade für junge Menschen gibt es einen Podcast, den ich super finde, der heißt Jung und Naiv, ist auch sehr bekannt. Von Thilo Jung, ist ein Journalist, und die haben ein Format, wo sie erstens immer von Regierungspressekonferenzen und Bundespressekonferenzen berichten, aber was ich immer am interessantesten finde, dass jede Woche 1 oder 2 wirklich lange Interviews sind mit SpitzenpolitikerInnen oder so oder Menschen aus der Umweltbewegung und dann wirklich auch mal total interessant 2 Stunden dem klima- und energiepolitischen Sprecher der Linksfraktion zum Beispiel zuzuhören und dann wirklich ins Detail auch zu gehen, weil das so schön erfrischend ist. Deswegen mache ich auch Podcasts so sehr, weil das normale Medienformat halt eben irgendwie auf 1, 2, 3 Minuten beruht oder so und im Endeffekt weiß man nichts. Also man kann ja mal das schöne Experiment machen, einfach mal die Leute zu fragen, was lief denn gestern Abend in der Tagesschau? Niemand weiß es. Man wird zugeballert mit Informationen aus 5 verschiedenen Themen in 15 Minuten und man kann sich nichts merken. Deswegen ist es eine schöne Entschleunigung, man nimmt sich aktiv Zeit, um was zu lernen. Kann ich super empfehlen. Super, vielen Dank. Jung und Naiv hat der geheißen, ne? Genau. Der Podcast. Okay. Ja, Attacke. Ja, dann bist du wieder dran. Nächste Frage. Bremer. Ja. Ein Joker. Also jetzt dürfen Sie sich aussuchen, ob Pflicht oder Wahrheit. Ich nehme wieder Pflicht, weil diese ganzen politischen Fragen sind doch auf Dauer sehr anstrengend. Okay. Aber ich werde trotzdem beim nächsten Mal vielleicht auch wieder Politik nehmen. Ja, also Pflicht erstmal. Okay. Nächste Frage, die hatten wir vorhin auch schon bei einer anderen Kandidatin. Wenn Sie heute einen 100-Euro-Schein auf der Straße finden, was würden Sie damit tun? Okay, ich verfolge eine Philosophie, was Geld angeht, dass ich versuche, sehr minimalistisch zu leben. Also bei mir sieht das momentan so aus, dass mein Leben ungefähr 800, 900 Euro im Monat kostet mit allem drum und dran. Und alles Geld, was ich darüber habe, will ich spenden, weil ich es nicht brauche. Und weil ich auch finde, dass mich zu viel Geld, finde ich dann auch belastend, weil dann weiß ich nicht, was ich dann machen soll. Wenn ich irgendwie große Sachen habe, die ich mir kaufen will, zum Beispiel mal ein Fahrrad, was ich mir letztes Jahr gekauft habe, dann arbeite ich dafür und spare auch dafür natürlich. Aber ich will eigentlich so wenig Geld wie möglich haben. Das soll eigentlich am besten auch den Rest meines Lebens so bleiben, weil Geld macht nicht glücklich, beziehungsweise nur bis zu dem Punkt, wo man sich halt wirklich auch sicher fühlen kann. Und ja, ganz davon abgesehen ist es so, dass ich momentan zum Beispiel auch noch Geld von meinen Eltern bekomme, um das Studium leichter
rumzukriegen. Und dann finde ich auch, das Geld ist nicht von mir. So, ich nehme das, was ich zum Leben brauche, und alles andere gebe ich dann gerne auch weiter. Coole Einstellung. Ist auch übrigens ein Wahlversprechen von mir, weil die, das wissen viele Leute nicht, als Abgeordneter im Landtag verdient man 8.200 Euro brutto, und das ist unglaublich viel Geld, und ich habe direkt auch schon gesagt, dass ich dann auch die Hälfte meines Einkommens spenden werde, weil ich finde das unverhältnismäßig, wenn man als Politiker oder Politikerin so weit von der Lebensrealität von sehr vielen Menschen vorbeilebt. Und die ist einfach, dass in Deutschland 40% der Menschen überhaupt gar kein Vermögen haben, weil sie quasi das, was sie von der Hand in den Mund leben und das, was sie verdienen, direkt wieder ausgeben. Und dann will ich nicht jemand sein, der zu viel Geld hat. Und wenn man dann, ja, da muss man die Politik deutlich näher an den Menschen auch sein. Deswegen ist mir das wichtig. Gibt es dann einen bestimmten Bereich, an dem Sie spenden, oder wäre das breit gefächert? Genau, es ist breit gefächert, das ist sehr kompliziert. Es gibt eine Bewegung, die nennt sich Effektiver Altruismus. Die wurde unter anderem von dem Philosophen Peter Singer gegründet. Und da gibt es eine Webseite, die heißt givingwhatwecan.org. Die ist sehr interessant. Und da ist quasi das Prinzip, dass halt Leute wirklich versuchen zu schauen, wie man am effektivsten Geld spenden kann. Also ich finde, ein schönes Beispiel ist, dass man zum Beispiel Geld spenden kann, um Blindenhunde auszubilden, und das kostet dann ungefähr 20.000 Euro. Aber wenn man stattdessen kann man aber auch zum Beispiel für 20 Euro kann man Arznei herstellen, um in Subsahara-Afrika Menschen zu helfen, die halt durch ein Bakterium oder so sonst auch erblindet werden. Das heißt, kann man dann quasi mit dem gleichen Geld 1.000-mal mehr Menschen helfen. Und hat dann auch mehr bewirkt. Und das ist was ich dann auch versuche. Und habe dann die Gelder, die ich dann jeden Monat dahin spende, so aufgeteilt, dass ein Großteil zum Beispiel in direkte humanitären Hilfe gehen, sowas wie die Bekämpfung von Malaria. Aber auch zum Beispiel 30% geht in Tierschutz. Okay. Vielen Dank. Dann kommt die nächste Frage. Eine gute Frage kriegen wir noch hin, und dann noch. Okay, die letzte Frage. Letzte Frage. Nicht, hätte gedacht. Okay. Dann noch mal eine zum Abschluss. Welche Person oder Promi würden Sie gerne mal persönlich treffen? Also in Deutschland gibt es einen linken Intellektuellen, der heißt Wolfgang M. Schmidt, der ist sehr, sehr interessant, vor allem, weil er auch von der Art her, wie er ist, überhaupt gar nicht so mit dem linken Stereotyp einhergeht. Und der ist ein Literatur- und Filmkritiker und wahnsinnig belesen und gebildet. Also da habe ich, wenn ich dem zuhöre, habe ich wirklich das Gefühl, bei jedem Satz werde ich so ein kleines bisschen schlauer und fühle mich selbst natürlich auch gleichzeitig ein bisschen dümmer, weil ich mich nicht so krass artikulieren kann wie er. Und das ist dann schon sehr interessant auf jeden Fall. Und einfach so aus persönlichem Interesse würde ich vielleicht auch gern Luisa Neubauer von Fridays for Future mal treffen, obwohl ich die Grünen eigentlich nicht so mag, aber finde ich, glaube ich, trotzdem ganz interessant. Ja, vielen Dank. Und die Viertelstunde ist schon vorbei. Wir bedanken uns herzlich, dass Sie da waren, Herr Blank. Sehr gerne. Und genau, und hoffen, dass ihr nächstes Mal wieder mit einschaltet. Ja. Bis dann. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Dankeschön. Also, ciao. Ciao.